Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hofbergmann Reloaded Season 2. Mit mir, dem Marc. Hallöle, einen wunderschönen guten Abend bei mir. Wie angekündigt, tut mir leid, wenn ich irgendwie ein bisschen müde klinge, ich den ganzen Tag heute unterwegs und morgen auch irgendwie nicht ab und zu immer mal wieder weg. Und es ist ja ein bisschen wie immer gekommen, wir haben Montag schon angekündigt, soll ja eigentlich diese Woche richtig Videomaterial durchgedrückt werden. GC-Farm wird wahrscheinlich auf 3 oder 4 begrenzt, das weiß ich noch nicht, gucke ich mir gleich im Schnitt an. Hof Beckmann nehmen wir gerade auf, Wuppertal wird morgen noch aufgenommen für Ormsee und Lotus. Lotus wird aber wahrscheinlich schon direkt online kommen, wenn ich das aufnehme. Ich werde morgen auch erst Lotus aufnehmen, weil dann kann das kodieren, schneiden, hoch und dann... keine Zeit, wo es hochlädt und veröffentlicht wird, kann ich dann um sie aufnehmen, weil dann ist das auch weg. Weil Lotus kann sie aktuell auch noch nicht so viel machen. Da kann sie aktuell nur Bahn fahren von vorne nach hinten. Kannst noch keine Passagiere und so gibt es ja alles leider noch gar noch nicht in dem Umfang, wie man es ganz gerne hätte. Hätte Fahrrad, KD, so, hat sich der Ding sie wieder festgefahren. Hier hat er sich festgegangen. Wie sieht es denn mit dem Drescher aus? Der hat noch eine Bahn. Der ist aber auch komplett 100% voll. Bum 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 bum. Los! Ja, Holländer, zeig, was du hast oder auch nicht. Wie viele Zahlen da stehen? 51, 503. 531, 447,5 und 100 und... Alter, der ist halt voll. Oh, was? Kursaufzeichnung beginnen? Ach komm, scheiß drauf. Aber selber. Auch kein Baum, aber noch nicht mehr so viel zu tun. Wo setze ich den jetzt direkt um? Steht er auf dem Feld Weizen? Da setze ich auf den einen anderen Feld unten um. Weil die Wege sind so weit, also nicht so weit zwischen den Feldern, kann ich endlich erstmal hier drauf setzen. Dann brauche ich Schnittwerk zwar nicht anbauen. Zumindest ein Plan. Brauche ich nämlich jetzt nicht auf einmal alles umbauen. Aber werde mich da erstmal umsetzen. Und von den drei Schasse beim Einfeld doch noch rauf, runter, rauf und dann ist das Ding auch fertig. So viel ist er auch gar nicht. Da steht auch der dicke Fan, blickst du nur rumstehen, aktuell am Hof, den Jolett arbeitet. Ja, muss auch mal sein. Vor allem, weil er mir Jolett noch Dings ist, haben wir ein paar. Ach, wo wir gerade davon sprechen, wir haben ja letzte Woche noch Paletten, habe ich ja danach noch. Um unsere Pelletsproduktion haben wir noch leer gemacht. Oder habe ich leer gefahren und verkauft, deswegen auch die 262.000, falls die Frage aufkommt. Habe ich komplett vergessen zu sagen. Das kommt von der Pelletsproduktion. Ganzen Pellets verkauft, die ganzen Anbaugeräte, die ganzen Scheiß einfach verkauft. Brauche ich nicht. Brauche ich wahrscheinlich erstmal in diesem Spielstand nie wieder. Und wenn ja, kommen wir sind ja nicht so, dass wir uns das Geld jetzt nicht, sage ich mal, irgendwo herleiern könnt mit dem ganzen Material, was im Lager liegt und beim Kompostmaster und das Gas und Diesel und oh. Es ist ja nicht so, dass wir da aktuell schlecht bei sind. Oh, der Drescher ist doch nochmal voll gewesen, sehe ich gerade kurz verändert. Typisch. Typisch. Also. Nicht wundern, wenn ihr euch fragt, hey, wo kommt das ganze Geld weg zum letzten Mal? Ich habe das danach offscreen verkauft. Das ist gar nicht gesagt habe. Ich sage, Leute, schlimm. Nee, das mir so gar nicht eingefallen ist, sondern jetzt erst, wo ich so ein bisschen auf Geld und sowas alles komme, dann macht das schon Sinn. Also, dann muss der auch nur noch bis unten, dann machen wir das auch fertig, dann setzen wir den jetzt noch um. Bei MySex ist jetzt auch nicht so unbedingt. Hauptsache der Drescher rennt erstmal.
schon gedacht, fast gedacht, der fährt in die Karre. Hätte ich zumindest mit rechnen können. Hab mich sogar entmutet. Oh, hab ich. Gut. Luxon hat seine Arbeit erledigt. Perfekt. Ja, sonst den Luxon und setzen den um und setzen einer dran. Der Lexus schluckt aber auch ganz schön Sprit beim Dreschen. Ist ja halb voll nur noch. Fahren wir oben raus. Ich glaube, das könnte da besser sein, wenn wir rausfahren. Von der Breite her könnte das passen. Besser passen als da unten. Aber fast hier Fische. Straße geht ja auch gerade so. Bei die Poller kommst du auch meistens immer drüber ein Fick-Schild. Zack, alles kaputt. Alles kaputt. Freie Schilder hier, ich hoffe es nicht. Da oben kommt gleich noch eins. Müssten wir aber ausweichen können, ganz gepflegt. Könnte genau das geht. Dresch mal selber. Ah, wir dreschen uns selber. Scheiß drauf. Oh, halt. War zu schnell. Stehen auch noch Sonnen drauf. Achso. Ich dachte, hier steht Gäste drauf. Ach, ich wollte Gäste sehen, aber... da wo ja, weiß ich, habe mich ja da allerdings vertan. In der Fruchtsorte bei der Sämaschine. Gut, ich habe nichts gesagt. Top. Lesen müsste man können. Das ist mir beim richtigen zweiten Mal, sag ich mal, richtiges Lesen aufgefallen. Hey, aber macht Sinn. Macht Sinn. Ich weiß gar nicht, was unten steht. Raps oder Gäste oder Weizen. Irgendwas in der Richtung steht da unten. Weiß ich gar nicht. Da mal nachgucken. Ich muss wahrscheinlich die Haspel umbauen. Damit muss ich dann wahrscheinlich zum Hof. Vielleicht kaufen wir endlich mal dieses Mechaniker-Taxi. Könnte man auch machen. Das Ding ist auch gar nicht so teuer, das Auto. 80.000 oder so. Umbauen konnte. Wenn wir das wirklich gleich brauchen zum Umbauen, dann kaufen wir uns das Auto. Weil die ganze Zeit da irgendwie, und dann hin und her und her und her.
Ist auch kacke. Gasten ist zwar billig, aber jedes Mal hinschleppen und am Hof vorbeifahren kannst du einfach mit dem Auto kommen und dann die Karre umbauen. Geht das doch, glaube ich, viel bequemer als da immer hin und her und her und hin und ich entschuldige mich fürs Scannen, aber bin müde. Für Sojaböhnchen eigentlich. Gerade von ihren 1,8 am Viehhandel. Am Viehhandel gibt es richtig viel Geld dafür. Viehhandel gibt es richtig viel Geld für. Naja, warten wir auf eine Nachfrage zur Not. Ich sag's ja, sollte das Geld ja nicht unbedingt brauchen. Reicht da, wenn es im Lager liegt, wollen wir es auch mal nicht übertreiben. Ich wüsste doch gerade einen guten noch einen Schlepper, einen großen, ist eine Investition. Und ein Güllemann-Fass. Also nächstes Fahrzeug wird sein, wahrscheinlich der Mechanikerfahrzeug. Wenn das nicht kommen wird, dann Güllefass. Schleppschuh wahrscheinlich. Oder ein Güllegrubber, aber vom Güllegrubber bin ich nicht. Eher für einen Schleppschuh. Bisschen was Zornigeres. Und dann noch Schleppern geroast. Da will ich aber ganz gerne mal nach dem Johnny-Schlepper gucken. Ich habe da irgendwie noch Bock auf einen Johnny. Wenn ich ehrlich bin, da will ich dann mal nachgucken, ob es da irgendwas Geiles gibt. Den will ich aber dann noch mit reinnehmen. Aber ich glaube, weil ich gesagt, ich habe bisher noch nicht nachgeguckt, weil ich weiß, dass ich den diese Woche und nächste Woche wahrscheinlich eh noch nicht brauche oder kaufe. Obwohl der neue Johnny... Oh! Der neue Johnny direkt mit einem neuen Fass. Boah, das wäre eine Mega-Investition. Da brauche ich auch noch ein bisschen Geld. Na gut, dann noch ein bisschen Gas und Diesel und so verscherbeln, dann ist das ja... Ist der neue Schlepper ja auch schon in greifbarer Nähe, könnte man sagen. Heißt auf jeden Fall in greifbarer Nähe, das steht fest. Kommen wir 2 Liter am Stand. Wenn er nichts tut. Gut, aber ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. 2. Folge auf Backman Loaded Season 2 mit mir. Bis dann. Danke, ciao.